Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute geht es um Farid Bangs Ansage an alle Shindy-Fans. Übrigens, wenn ihr die wichtigsten Meldungen als Erster erhalten wollt, könnt ihr ab jetzt die Benachrichtigung auf unserer Webseite aktivieren. In den vergangenen Wochen hat Farid Bang immer wieder mal gegen Shindy geschossen. Nachdem Erstguter Junge zerstritten ist und Gerüchte sagen, dass Shindy nicht mehr bei Erstguter Junge ist, geht der Beef zwischen Farid Bang und Shindy dennoch weiter. So hat Farid heute ein Video veröffentlicht, in dem er wieder auf das alte Klischee eingegangen ist. So soll sich Shindy wie ein deutscher Kanye West anhören. Die Vorwürfe gehen sogar so weit, dass man Shindy Biting nachsagt. Nun hat Farid Bang einen Tipp für die Shindy-Fans. Diese sollen sich das neue Album von Kanye West, welches Freitag um 0 Uhr veröffentlicht wurde, anhören. Dies würde sich genauso anhören wie das nächste Album von Shindy, nur halt in Englisch. So, das geht jetzt raus an die ganzen Shindy-Fans. Ich habe super Nachrichten für euch, an alle, die es kaum abwarten können, dass er ein neues Album bringt. Das neue Kanye West Album ist draußen, so habt ihr zumindest schon mal die englische Version von dem Shindy-Album. Dies könnte als Reaktion auf die Tatsache gewertet werden, dass Shindy sich nun ein eigenes Tonstudio aufgebaut hat und damit signalisiert, dass er nun seinen eigenen Weg gehen wird. Das verstärkt außerdem die Gerüchte, dass Shindy sich von Erstguter Junge getrennt hat. Zudem wurde er laut der Bild-Zeitung im April überfallen und bedroht, weil dieser angeblich EGJ verlassen wollen würde. Auch der Abu Chaka-Clan soll darin involviert gewesen sein. Jedoch gibt es dafür keine Beweise und sollte deshalb auch als Gerücht aufgenommen werden. Was meint ihr zu dieser Ansage von Farid? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.